Goethe-Zertifikat B1. Prüfung Sprechen. Thema: Ausbildung. Das Thema meiner Präsentation ist Ausbildung. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Was ist eigentlich eine Ausbildung? Nach der Schule kann man eine Ausbildung machen. Ausbildung bedeutet, einen Beruf zu lernen. Dabei kann man in einer Berufsschule die Theorie und in einem Betrieb die praktische Arbeit lernen. Es dauert meistens zwischen 2 und 3 Jahren. Zum Beispiel, wenn man ein Bäcker sein möchte, muss man eine Ausbildung machen. Dann kann man als Bäcker arbeiten. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe keine Erfahrungen, aber mein Freund ist Mechaniker. Er hat bei seinem Vater gelernt. Jetzt würde ich gerne über die Situation in Armenien sprechen. In Armenien gibt es keine Ausbildung. Es geht etwas, es ist ähnlich, aber sie dauern 3 bis 6 Monate. Und da lernt man zum Beispiel Backen, Auto reparieren und so weiter. Jetzt spreche ich über Vor- und Nachteile. Vorteil: Die Leute können schnell Beruf lernen. Sie können die Arbeiten nach kurzer Zeit beginnen. Während der Ausbildung verdient man schon Geld. Die Finanzierung ist einfacher. Eine Ausbildung ist praktisch orientiert und näher am echten Leben. Nachteil: Ohne Ausbildung findet man schlechter eine Arbeit und verdient oft weniger Geld. Die Karriereaussichten bei einer Ausbildung sind in der Regel begrenzt. Meiner Meinung nach ist gut, dass die Ausbildung gibt. Manche Leute haben keine Lust auf ein langes Studium. Sie wollen ganz schnell mit der Arbeit anfangen, Geld verdienen, eine Familie haben, und das ist gut für die Leute. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.